Wir müssen zum einen damit umgehen lernen, mit einer ständigen Bedrohung umzugehen in Zeiten von Corona. Ich muss eher sagen, wir müssen damit umgehen, mit einer neuen beständigen Bedrohung umzugehen. Viele von uns leben ja schon mit einer ständigen Bedrohung und das ist Rassismus. Deshalb sitze ich auch übrigens hier und halte diesen Vortrag. Ich beschäftige mich sehr mit diesem Thema. Man könnte jetzt sagen, es gibt auch schönere Themen, mit denen man sich befassen kann und ich denke das auch manchmal. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und ich glaube, es ist auch wichtig, sich damit zu befassen. Gerade weil es so unschön ist. Gerade weil wir gerne wegsehen und weil wir dringend in diesem Diskurs weiterkommen müssen. Auch das macht diese Krise mehr als deutlich. Rassismus spiegelt sich für viele von uns in unserem Alltag wider. Unser aller Alltag, müsste ich eigentlich sagen. Aber manche Menschen haben eben den Luxus, das übersehen zu können, weil sie es nicht direkt betrifft. Und diese Menschen nenne ich weiße Menschen. Andere haben den Luxus eben nicht. Das sind nicht weiße Menschen. Ich nenne sie auch BPOC. Das steht für Black Indigenous People of Color. This just showed up in my brain today, right now, and I want to talk it through because I think, we're asking these questions about what do we do in this moment, right? And how do we, what can we do? And white people are saying, what can I do? And what should I do? And what I can't help but think when white people say, what should, what can I do? What do I need to do? What do I need to do? It's like you needed to throw your white body on that officer and save that black man's life. Because guess what? That officer wasn't gonna ever kill you. And that officer will not kill you. Because that is not the way the system is designed to work. It is not designed to kill you. It is not designed to harm your body. Your body in this system is capital. It is the literal and physical manifestation of safety. And so when black people and people of color's bodies are in danger, you need to put your body in front of those bodies. You need to use the Teflon flesh that is whiteness to interrupt the deadly violence that whiteness yields on black bodies. I don't want one more white person to ask me, what do you do, while watching on videos the world kill black people. Because you have a body of safety that you can literally use to interrupt violence. But the difference between fear, there's a difference between fear and danger. When black people are afraid, we're literally in danger from the state system. When white people aren't afraid of the police. That's, you can see that. They believe the police to be their assistants. Y'all not afraid of the police because you don't have no reason to be. So if you feel scared around stepping in and using your body to interrupt state-sanctioned violence, the police-industrial complex, I want you to know that that fear is fine. It's fine to have the fear, but you're not in danger. And so be with that fear and use it to catalyze action, to use your body to interrupt the system. That's where your power is. Ich wollte einfach auch noch mal ein bisschen was loswerden zur Situation der letzten Woche. Und was in der Welt einfach passiert. Und besonders, weil ich mich dazu jetzt angeregt gefühlt habe, weil ich heute wegen dem Post, den ich gemacht habe, 100 Follower verloren habe. Es interessieren mich viele Follower, wenn der Preis dafür ist, die Fresse zu halten. Wenn ich einfach ignorieren soll, was mich seit der Kindheit immer wieder beschäftigt. Und nicht nur mich, sondern viele andere Schwarze. Menschen in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt. Ich habe wirklich genug davon, den Mund zu halten. Das Einzige, was man will, was ich will,
was viele schwarze Leute wollen, ist einfach gehört zu werden. Dass man einfach mal auf die Frage hin, warum es einem so wichtig ist, nicht irgendwie immer direkt ein haltloses Gegenargument bekommt. Also ich will nicht immer, dass meine Gefühle diskreditiert werden, nur weil es für den Gegenüber unbequem ist. Ich möchte, dass sich mehr Leute mit sich selber beschäftigen, mit ihrer Umgebung beschäftigen, mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigen und mal realisieren, was genau uns ja an diesem Punkt stehen lässt, warum wir hier sind, warum sich POCs und besonders schwarze Leute so fühlen, wie sie sich fühlen. Das ist nicht alles in meinem Kopf. Und ich habe genug mir sagen zu lassen, dass es alles in meinem Kopf ist. Und jetzt spezifisch zu den Dingen, die gerade abgehen in Amerika. Es kann nicht sein, dass immer nur der Outrage kommt, wenn es schon zu spät ist. Diese Dinge passieren aus einem Grund. Ich will, dass die Leute mehr reflektieren. Man redet immer davon, dass wir alle gleich sind. Aber man muss sich auch damit auseinandersetzen, warum wir vor dem System nicht alle gleich sind, bevor wir überhaupt davon sprechen können, zusammenzukommen. Wenn man sich natürlich die Polizeigewalt anguckt und den institutionellen Rassismus, der in den USA stattfindet, dann ist das natürlich nicht 1:1 übertragbar auf die Situation in Deutschland. Ich glaube aber, das, was viele schwarze Deutsche hier deutlich machen wollen, ist, dass sie, selbst wenn sie nicht diese massive Polizeigewalt erfahren, trotzdem unter antischwarzem Rassismus leiden. Und die Banalisierung dessen, dass es in Deutschland kein Problem ist, führt dazu, dass man sich auch hier natürlich nicht ernst genommen fühlt, im Adressieren von antischwarzem Rassismus, der hier existiert. Ich wünsche mir von unserer Gesellschaft, dass wir dieses Problem nicht als ein Phänomen betrachten, um die nur Minderheiten sich kümmern müssen, sondern dass wir das als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen. I want you to ask yourself why. Why you live the kind of life where you don't have to know these things until they are, you know, well on national and international news. As protests, weeks after the fact. Why don't you have to know these names? Why do you have a life that is so insulated from the experiences of Black people and people of color that the tragedies that happen in their lives go unnoted to you? Your comfort is the system in action. Your comfort is white supremacy. Your ability to rest easy without ever having to think about the fact that a police officer put his knee on a Black man's neck until he suffocated and died is what white supremacy is. White supremacy is not just the internal machinations of believing that you are above the lives of Black people. It is the literal structural reality that allows you comfort while Black people experience death. It is the ability for you to rest well while we do not. If you have a life so insulated that the trauma and tragedies, violence, and harm that comes to Black people never has to come across your consciousness, or only until it hits mainstream news,
You are living deeply. In the blanket of white supremacy. You are sleeping well and comfortably in the blanket of white supremacy. And may George Floyd's death and the death of every other Black person at the hands of an imperialist state be the enemy of your ease.